Okay, meine Freunde, da bin ich wieder. Nachdem in den letzten beiden Parts der Sound leider weg war. Ja, keine Ahnung, mein Mikro hat sich wohl abgeklemmt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Sind wir jetzt wieder hier? Endlich wieder mit Kommentar. In den letzten beiden Parts haben wir ja Moyamon und Frigimon besiegt und konnten Matt und Tai wieder zusammenführen. Jetzt geht's um Mimi. Wir suchen nach den anderen trifft Mimi Izzy. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Das wollen wir uns doch jetzt mal angucken. Go, go. Wächter Zentarumon. Ich kann euch mal erklären, das habe ich in den letzten beiden Parts ausführlicher gemacht. Ich habe den Sound des Ingames, den Ingame-Sound deutlich runtergedreht. Durch die mehrfache Leckerei war das absolut notwendig. Und ich werde es auch so beibehalten. Vielleicht bei gut gehenden Bossfights werde ich das Ding lauter drehen. Aber voraussichtlich lassen wir es erstmal so. Sollte euch nicht stören, den Ingame-Sound haben wir jetzt schon oft genug gehört. Defensivbrecher, stärkerer Angriff, zieht mehr MP ab, okay. Aber immerhin. Attackenbrecher, stärkerer Angriff, okay. Immer mit. Kann ja nie schaden, das mitzunehmen. Ja, im letzten Part habe ich, auch nice, auch berichtet, dass ich viele von diesen Sachen jetzt einsammeln möchte. Um möglichst viele Gegenstände noch herzustellen. Und bisher macht sich das ganz gut, denn in allen bisherigen Episoden haben wir relativ viel farmen können. So wie jetzt auch wieder. Okay, da kommen wieder genug Viechers. Ist nichts mehr, dann müssen wir da hoch. Wahrscheinlich kommen wir hier gleich zur Ruine, wie es aussieht. Ach Gott, Sukamon. Und Tuyumon. Aber die sind doch lieb zu uns. Ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen. Na, das ist schlecht. Das muss ich eben machen. Naja, hören wir mal nach. Freischnauze auf. Ich denke mal, wir haben jetzt 3 Minuten. Würde ich mal tippen. Was, jetzt will das Ding wirklich gegen uns fighten? Ach, wie uncool, Sukamon. Was soll das denn? Wow, riesen Boxhandschuh. Warum will das Ding denn jetzt gegen uns kämpfen? Ich finde das nicht gut. Mag ich nicht. Nein, nein, Kokosnuss Pornisch. Oh, voll krass. Käsebombe. Ja, das Ding ist nicht so stark. Hubs werfen. Du warst schneller. Ich würde nochmal sagen, diesen Boxhandschuh, dann sollte er weg sein. Der Kokosnuss-Punch, oder? Nice. Sukamon weg. Der gewonnene Sound ist trotzdem noch so laut. 1680 schon wieder. Ey, ist das krass. 2 Level up, ey. Und Reiz. Digimon erhöht Stärke. Nice. Was ist jetzt los? Hä? So, bring uns mal da zu der Ruine, wo wir das letzte Mal Izzy gesehen haben. Hier müsst ihr lang. Ja, hier irgendwo ist auch Izzy. Klar, natürlich, voll viel los hier. Gehen wir mal hier. Ist hier noch ein Digi-PC? Nein. Tschüssi. Ja, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Okay, auf jeden Fall holen wir uns dann erstmal diese schönen Items. Digi-PC. Muss mich, glaube ich, nochmal offscreen damit besser und deutlicher auseinandersetzen. Ach, sie geht automatisch rein, okay. Aber gleich ein Speicherpunkt. Bedeutet ja relativ zeitnah entweder ein Battle. Oder... Wow! Oh Gott, das war Tentomon. Ich hab schon Angst gekriegt.
Easy, ja, hey, jetzt sind sie wieder vereint. Und wo kommt er? Wir wissen ja, dass sich das Zahnrad da andersrum drehen muss, damit sich auch die Insel zurückbewegt. Haben wir im letzten Part ja gemerkt. Mit Matt und Ty. Beziehungsweise ihr habt es gesehen. Ich habe es ja nicht kommentieren können. Gut, dass ich da nochmal nachgeguckt habe. Ach, jetzt rennt Mimi weg. Weil Izzy frech war. Hm. Gar nicht lustig. Das war schlecht. Erstmal voll runtergefallen. Ja, ja, jetzt ist alles wieder japanisch. In den letzten paar Teilen war es ja Gott sei Dank deutsch. Jetzt ist das ganze japanische Getue wieder. Was soll das denn? Mimi läuft alleine. Soll das ein Rätsel sein? Oh mein Gott, ist das schwer. Das ist doch jetzt eine Herausforderung. Klammerangriff. Können wir das Gegner sehen? Es ist ein Angriff. Also passiert nichts. Ich glaube, ich muss nochmal rausgehen. Jetzt hier drauf laufen. Mal gucken. Vielleicht öffnet sich dann ein Durchgang oder ich muss da oben lang. Mal gucken. Nein, kein Durchgang öffnet sich. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich da oben lang. Der hier war nur für eine schöne Fähigkeit. Nice. DigiPC, meiner. Und noch ein DigiPC, meiner. Was zum Geier. Ah doch, hier geht's weiter. Gott, Gott, Gott. Richtiges. Gefährliches Terrain hier. Okay, was ist das hier? Mist. Ah. Was ist das jetzt? Oh Gott, muss ich mir das hier merken, oder was? Bitte sag nein. Bitte, bitte, bitte sag, ich muss mir das nicht merken, wie die da aufgebaut sind. Dann hole ich mir einen Zettel und einen Stift, ich sage dir. Ja, nun laber nicht. Wahrscheinlich muss ich mich einfach an diesen Dingern hier orientieren, ne? Da hoch, hier geht's runter. Nein, geht es nicht. Okay, dann orientieren wir uns an diesen Dingern hier. Zettel und Stift bitte. Ich habe ja immer alles parat. Ja, es sind... 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts. Dann sind das insgesamt 4 nach oben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind dann nach da. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach unten. Insgesamt dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach links. Und dann Rest nach oben. Fertig. So. Hoffentlich klappt das jetzt so. Im Leben klappt das nicht so, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Voll toll. Aber creepy Rätsel hier, finde ich nice. So. 1, 2, 3 und 4 und der fünfte. Jetzt gehen wir nach oben. So, jetzt sind's. Jetzt habe ich den falschen Fall gemalt. 1, 2, 3, 4, 5, jetzt sind es hier. 6 Stück. Und jetzt sind es 6 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach unten. Jetzt sind es bis zu 6 dahin. Das ist da 1, 2, 3, 4, 6. Und jetzt ist es einfach straight hoch. Ach, bin ich gut. Hätte ich mir auch merken können, aber ich habe es nicht. Wir sind gerettet. Ja, allein durch Durans Genialität haben wir es geschafft. Und ranked up. Nice, weil wir so freundlich miteinander umgegangen sind. Oh.
Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Alter, wie viele Rätsel sind das? Ja, es ist schön, dass das Japanisch ist. Da verstehe ich doch kein Wort. Wahrscheinlich darf ich nicht auf die X's treten. Das ist der Startpunkt. Das ist der Endpunkt. Ja, komm, du laber nicht. Ich habe eh keine Ahnung, was du laberst. Ich tritt einfach auf dich drauf. Was soll denn das? Hallo, was soll das? Kreis. X. Viereck. Ach, ich muss aber wahrscheinlich alle nacheinander, wa? Ich darf nie ein doppelt. Nee, doch nicht. Das war falsch. Okay, nochmal. Also der Weg da war schon mal falsch. Wie wäre es denn so? Nein. Kreis. Viereck. Nein. Okay, aber wir finden den Weg jetzt. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt? Jetzt los. Hä, warum ist denn das Ding jetzt aufgegangen? Hä? Keine Ahnung. Hätte ich was bekommen, hätte ich das geschafft? Ich weiß es auch nicht. Komm. Wahrscheinlich nur ein Ranked Up oder so ein Quatsch. Frag mich nicht, Gyrill. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch ein Item gegeben oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott! Tentarumon. Tentarumon, Freund oder Feind, hä? Hört sich schon nach Feind an. Lauft. Voll schlecht um die Ecke gebogen. Das steckt in so einem Labyrinth, ne? Von Tentarumon nicht abhauen kannst. Hä? Was ist denn jetzt los hier? Ich verstehe nur noch Bahnhof, was hier gerade abgeht. Schock, Gott. Schwieriger Schock zu bekommen. Ja, das kennen wir. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Wo ist denn Zentarumon? Der war doch gerade hier. Wahrscheinlich muss ich hier raus und dann... Hier taucht irgendwo Zentarumon auf, wa? Nee. Oder wenn wir rausgehen. Hä? Ja, wahrscheinlich doch hier. Na, da ist er. Er wartet schon. Ganz geduldig hat er gewartet, dieser Frechdachs, dieser. Zentarumon. Den Part jetzt schon mal beenden wollen, aber ich mache einfach noch mal diesen Fight hier. Den müssen wir noch einen Kokosnuss-Punch machen hier. Bam, boah, Break und Shock. Nice. Wir brauchen wieder Charakterien, haben wir lange nicht gesehen. Ja, komm, hier. Antofroster. Ah, Oberhitze ist nicht wirklich stark. Alter, ich finde den Coconut Punch echt cool. Jet Galopp. Ausweichrate gestiegen. Aha. Das ist aber uncool, dass das steigt. Nice, eine Unterstützung. Rutscht der Angriff, ist echt kacke.
Oh, Kokosnuss-Punch. Der ist so kraftvoll, der Move, ne? Nice, ein Break noch dazu. Oberhitze. Der ist wirklich Mist, der Angriff, was er da macht, ey. Tja, wieder Break. Mist. Nochmal hier, guck mal, Coconut Punch. Der ist so krass. Oh, nice Unterstützung, yay. Auch sagt schön. Nice. Jagdkanone, ey, das ist sein Special Move. Das ist ein eigentlicher Move. Ich muss ja sagen, Togemon ist unglaublich stark, ne? Also ich glaube, das Ding übertrifft auch noch Birdramons Stärke. Ist ein Schock, aber der hält nicht lange an. Wir können nichts mehr machen. Aber den Rest von Centaurion kriegen wir auch so klein, besonders weil du nur noch den Coconut Punch machst. Ah, verdammt! Ausweichrate ist Gott sei Dank wieder normal. Ja klar, er macht gleich wieder Jet Galopp. Hallo! Bist du gemein? Du warst schwach. Ich will nicht heilen. Komm, sieh zu, dass das Ding jetzt abhaut. Jawohl, Centaurion ist down. Gibt wahrscheinlich wieder fett Erfahrungspunkte für mich. Boah, nice. Beide Level up. Palmon, richtig nice, richtig nice. Und Tentomon auch nice. Und Heilung plus. Halt 400 für alle Mitglieder. Nice, das ist cool. Und jetzt Centaurion wieder normal. Und erzählt uns ein bisschen über das Digivice. Beim Centaurion ist der Wächter der Geheimnisse hier. Und er erzählt uns, dass das Digivice die Dunkelheit vertreiben kann. Beziehungsweise die Kraft hat, die schwarzen Zahnräder zu vernichten. Sprich, die Dunkelheit vernichten kann. Oh, Leomon! Aber gegen Leomon fighten wir jetzt nicht, hoffe ich. Denn Leomon ist eigentlich nur dazu da, dass er mal symbolisiert, wie das ist, wenn die Digivices eingesetzt werden. Und dann haut er ab. Jawohl, es hat doch alles gepasst. Gut, hier dreht sich jetzt mittlerweile das schwarze Zahnrad auch gleich andersrum. Jetzt, oder es dreht sich schon andersrum, ich weiß es gar nicht. Ah ja, stimmt, Mimi haut einfach mal drauf. Fertig. Stimmt. Izzy will das erst so richtig clever lösen, aber Mimi, bam! Aus dem Haus. Und die Insel bewegt sich rückwärts. Das heißt, wir kommen wieder zur Insel mit den nächsten zwei. Und Geistertanz Barkemon. Sora und Biomon versuchen zu angeln. Aber dann. Stimmt, Geistertanz Barkemon, da taucht auch Joey wieder auf. Das sehen wir uns aber alles erst beim nächsten Mal an, Leute. Bis dahin. Ciao.